Hallo meine Freunde und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli, und zwar das 18. Video in der Steampunk-Reihe. Ja, was ist passiert auf der Anlage? Wie ich im letzten Video oder einem meiner letzten Videos schon mal gesagt habe, ist es ja so, dass das Ganze jetzt aus viel, viel Fummelkram, Kleinkram besteht. Und ja, da will bewältigt werden. Und was man zum Bewältigen von Kleinkram braucht, ist Zeit, wie auch immer. Nun ist es auch so, dass wir jetzt Frühling haben und ich noch zwei andere Hobbys habe. Und diesen beiden anderen Hobbys zeige ich dir mal ganz kurz hier unten. Das ist zu einem mein, ja, geliebtes oder unser geliebtes Trike. Da haben wir uns jetzt im Frühjahr dazu einen Hänger gebaut aus einem alten Wohnwagen. Und damit wir auch die weiteren Touren unternehmen können. Zum anderen haben wir das Hobby des Fahrradfahrens, sofern uns das natürlich alles zeitmäßig mal übrig bleibt. Und wir kombinieren das Hobby natürlich auch. Der Hänger geht genauso gut an unser geliebtes Trike dran. Also es ist alles ein bisschen, ja, eine Frage der Zeit. Aber gut, jetzt kommen wir mal zurück zur Eisenbahn. Darum geht es ja jetzt hier. Die Steampunk-Anlage, das ist ja eins auch meiner Hobbys, meiner geliebten Kinder hier. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon über diese Stelle hier gesprochen. Ich glaube nicht, wo ich es bemalt habe, aber zumindest, wo wir es gebaut haben. Ich habe jetzt hier oben, man sieht es da immer so ein bisschen hinter dem Pinsel, so eine weiße Kante, gleich rechts davon, wo ich gerade gemalt habe. Hier sieht man es ganz links. Dahinter ist ein weichen Unterflurschalter oder Motor. Den habe ich also dahinter gebracht. Was heißt gebracht? Der war dort. Das habe ich ein bisschen dann verkleidet von vorne. Das ist dann halt wie so ein Mauervorsprung oder wie auch immer. Das sehe ich nicht so ganz als Problem an. Zumal ja die Eisenbahn hier durchfährt. Das ist ja eine Art Tunnel, der jetzt nur einseitig als Tunnel zu sehen sein wird, nämlich von hier vorne, von der rechten Seite, hatte ich glaube ich schon mal dazu berichtet, wird die Bahn ja so mehr oder weniger, sofern es natürlich möglich ist, im Gelände verschwinden und dann hier unten wieder rauskommen. Also wer die anderen Videos schon gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen im Vorteil, weil da bin ich natürlich, wie ich es jetzt hier auch bringe, Step by Step durch den Bau der Anlage mitgekommen und kennt jetzt mehr oder weniger schon den Streckenverlauf, weil je mehr ich jetzt hier machen werde und je mehr ich bauen werde, umso verworrener, sage ich jetzt mal so, wird ja der Streckenverlauf. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Wenn natürlich keine Landschaft drumherum gebaut ist, keine Verkleidung gesetzt sind, dann sieht man natürlich sehr, sehr gut, wie die Strecke verläuft. Aber wie gesagt, man sieht es ja jetzt hier schon, wenn dann die Bahn verschwindet, die Eisenbahn da irgendwo verschwindet und taucht dann irgendwo anders wieder auf. Das war natürlich meine Intention, das war das, was ich wollte, dass man da irgendwo immer mal was sieht und, ach, naja, ihr werdet es ja sehen. Das geht ja immer weiter. Wir sind ja noch ganz am Anfang, immer noch ganz am Anfang. Es ist zwar jetzt mittlerweile ein Jahr her, dass ich an dieser Anlage angefangen habe zu bauen, aber trotzdem sind wir noch ganz am Anfang von der Anlage. Also hier gibt es noch jede Menge zu sehen und zu machen. Und ich hatte mir vorgenommen, das habe ich euch ja damals schon gesagt, dass ich ja so viel wie möglich und detailreich meine Arbeitsschritte hier mit euch oder dir teilen möchte. Und ja, nicht bloß immer jetzt hier große Schritte und da guck mal, was ich jetzt hier gemacht habe im Sommer. Ich habe jetzt hier die halbe Anlage fertig, da hinten habe ich einen Berg gebaut, da vorne habe ich das gemacht. Nein, ich hatte gesagt, ich möchte Step by Step, dass du das miterleben kannst oder ihr das miterleben könnt, ist ja egal, Plural oder Singular. Auf jeden Fall, dass ich das jetzt hier schön langsam immer weiter verfolge und weitergehe. Ja, was baue ich jetzt hier? Im Grunde genommen das gleiche wie auf der rechten Seite. Eine Einfahrt oder einen erweiterten Bereich im Grunde genommen. Oben die Schienen, die liegen ja im Grunde genommen auf diesen 5 cm breiten Hölzer. Das kann ja nicht so bleiben. Das wäre ja ein bisschen schmal. Es soll ja noch ein Bahnhof da oben hin, ein eingleisiger oder ein, ja, gleisiger Bahnhof im Grunde genommen. Was das Ganze dann so ein bisschen sinnvoll ergänzt mit diesen ganzen Fabrikgebäuden da im Hintergrund. Da ist natürlich noch lange, lange nicht fertig. Das geht natürlich viel, viel weiter noch da oben. Aber man muss ja erst mal unten anfangen. Und ja, deswegen müssen natürlich jetzt hier diese kleinen
Vorbauten, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll jetzt hier, was ich hier baue, gemacht werden, also die Spurverbreiterung sozusagen und die Bahn, wo jetzt der Reinigungswaggon stand, eben war ja noch zu sehen, die blinzelt im Grunde genommen nur mal kurz hier vor. Also rechts da, sieht man unter der Klammer rechts, die da schräg ist, sieht man da die Strecke noch. Nur so auf diesen, ja, was ist denn das, jetzt sieht man schön 20 cm, wird die mal kurz auftauchen, danach ist die wieder verschwunden. Wie ich das jetzt hier vorne weitergestalte, ob ich das irgendwie in der Form dem Steampunk-Thema gerecht werde und dann irgendwas Fabriktechnisches da noch hinbaue, ich weiß es noch nicht, aber ich muss ja irgendwo anfangen. Ich hatte ja immer schon gesagt, dass ich die Steampunk-Anlage, ja, die hat keinen Gleisplan. Hier gibt es keinen Gleisplan. Also ich habe angefangen damals, wer es gucken will, ich glaube mit Folge 3 ging das richtig los, einfach angefangen zu bauen und die Bahn entwickelt sich eigentlich mit jedem Bauschritt von selbst weiter. Man hat dann Ideen, das hatte ich auch Ideen da oben, was ich jetzt hier zubaue, noch ein Gleis zu legen. Aber nein. Habe ich dann gesagt, lasse ich lieber bleiben. Es soll ja auch Landschaft zu sehen sein oder sehr viel Landschaft zu sehen sein. Es soll sehr viel Bahn zu sehen sein oder da sein und nicht alles zu sehen. Das war jetzt Quatsch, was ich gerade gesagt habe, sondern eben auch, ja, die soll eben da sein, viel zu fahren sein, aber nicht alles zu sehen sein, beziehungsweise so zu sehen sein, dass man weiß, wo der Zug sich gerade aufhält. Weil ich habe nichts gekonnt, wenn der jetzt 3 Runden unter der Platte dreht und kein Mensch sieht den. Da habe ich nichts gekonnt, das will ich nicht. Also ich will schon wissen, dass da was fährt. Deswegen auch übrigens ja diese Halbdigitalanlage, die ich habe. Und halbdigital sage ich ja deswegen, weil ich habe eine Digitalanlage, aber die lasse ich nicht computergesteuert fahren. Die will ich nach wie vor mit meiner Lokmaus 2 handgesteuert fahren. Ich kann mehrere auf einmal fahren, obwohl das ziemlich Arbeit ausartet, muss ich mal dazu sagen. Also, naja, gut, okay, da kommen wir nochmal drauf. Deswegen habe ich ja die ganzen Redkontakte hier eingebaut. Aber gut, das hat man ja alles schon mal, das Thema. Ja, jetzt säge ich im Grunde genommen in meiner Werkstatt die Papierschablonen, die ich hier vorhin mir da so mühsam ausklamüsert hatte. Das muss jetzt hier fein ausgearbeitet werden. Das soll ja auch passen. Hier mache ich bloß die Umrisse, den Rest mache ich mit dem Lineal. Um das dann an meiner Dekopiersäge dann entsprechend dann, ja, jetzt hier, werden wir gleich sehen, auszusägen. Ja, ich hatte zwischendurch mal ein bisschen den Glauben verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss immer mehr feststellen, dass zu meiner Spur Z immer weniger zu bekommen ist. Jetzt macht irgendwie wieder ein Shop im Internet zu, wo man was bekommen kann. Ich habe echt ganz, ganz stark überlegt. Vielleicht hat ja einer Lust, mal im Kommentar was dazu zu schreiben, weil er auch eine Idee hat oder mir mal einen Tipp geben kann. Das würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann. Wo kauft ihr eure Teile noch ein? Ja, ich komme ganz zum Schluss nachher nochmal auf meinen Schienenreinigungswagen. Das kommen wir aber gleich danach drauf. Ja, wo kauft ihr eure Sachen ein? Bei eBay? Oder irgendwo in einem Shop, 1:220 Shop oder irgend sowas? Oder wo kauft ihr generell eure Sachen ein, falls ihr überhaupt was kauft? Mir ist halt nur aufgefallen, dass es immer weniger zu bekommen ist. Gerade wenn man ältere Modelle noch haben möchte, die so Baujahr Brand der 80er haben oder sowas. Und da wird es ein bisschen eng alles. Und man muss also wahnsinnig viel selber basteln und bauen mittlerweile. Auch das wollen wir ja. Deswegen machen wir ja dieses Hobby des Modellbaus. Wir wollen ja nicht alles fertig kaufen. Aber es ist nun mal so, dass man ja doch immer mal Teile braucht, gerade Ersatzteile, wird es irgendwo eng. Also zu meinem Modellbahnhändler hier um die Ecke, was heißt um die Ecke? Ich wohne auf dem Dorf, also in der Stadt weiter. Da brauche ich nicht hin. Der hat von N bis, weiß ich nicht, H0 oder Spur 1 oder was weiß ich, alles da. Aber mit Spur Z brauche ich ihn gar nicht anzusprechen. Da zuckt er nur groß mit den Schultern. Weiß auch nicht, was er machen soll. Ja, wie gesagt, wenn der mal einen Tipp hat, schreibt es mal unten rein oder wie auch immer, oder nehmt Kontakt. Meine E-Mail steht glaube ich auch hier irgendwo bei YouTube oder auch viele haben sie ja auch. Ich kriege ab und zu mal E-Mails. Ob ihr da irgendwie eine Möglichkeit wisst, wo man noch gut Ersatzteile bekommen kann, wenn mal was ist. Im Moment läuft ja alles. Also jetzt, ich rede aber auch nicht so von Weichenantrieben und sowas. Das habe ich alles da. Mir geht es wirklich um die Spur Z. Mit Gleisen wird man auch zugeschmissen, aber was gerade Rollmaterial oder Ersatzteile angeht, wird es ein bisschen eng. Gut, jetzt bin ich ja vorhin auf diesen Schienenreinigungswagen zu sprechen gekommen. Das möchte ich vielleicht mal aufgreifen, das Thema. Ich habe also auch die Zeit genutzt, da mache ich übrigens auch ein gesondertes Video dazu, dass ich einen Schienenreinigungswagen in den letzten Tagen oder fast Wochen, kann man sagen, immer mal wieder digital, also mit einem Decoder ausgestattet habe, also digitalisiert habe. Und dieser Schienenreinigungswagen hat noch einen
dreipoligen Motor drin. Ja, das, wer den hat von euch, will das wissen. Hier haben wir das Bild dazu. Und jetzt wollte ich diesen Schienenreinigungswagen mit einem fünfpoligen Motor, weil das macht ja Sinn bei digital, damit die schön gut fahren und so weiter. Den kriegst du absolut nicht zu kaufen. Dieser, ich wurde fündig in Kanada. Ich habe in einem kanadischen Shop tatsächlich jetzt zwei Motoren geordert für diese Lok, damit ich diese mit einem fünfpoligen Motor ausstatten kann. Das greift mal die Frage von vorhin wieder auf. Wenn einer noch Ideen oder Tipps hat, ab in die Kommentare damit. Okay, meine Freunde, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich freue mich, dass du dabei warst. Das nächste Video kommt in Kürze. Es sind schöne Sachen, stehen an. Viel Airbrush kommt jetzt demnächst, auch die Digitalisierung und sowas alles. Ich danke dir, dass du dabei warst. Bist du noch kein Abonnent von mir, wär's doch. Ich würde mich freuen. Es macht Spaß, je mehr Zuschauen und je mehr Reaktionen auch kommen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, gib mal einen Daumen nach oben. Hast du eine Meinung? Ab in die Kommentare damit. Ich freue mich auf jeden Fall. Macht schön gut. Dein Aqua Penta aka Uli. Tschüss.